Ja, mein Name ist Philipp Timm, ich bin 23 Jahre alt, ich komme aus der schönsten Stadt der Welt, aus Wuppertal, und ich bin gemeinsam mit zwei weiteren Personen Gründer von Sparrow, das Politjournal. Wir sind überzeugte Demokraten und ich glaube, das ist etwas, das ist in der Zeit, in der wir heute leben, besonders wichtig. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun? Und klar, wir wollten dann demokratische Komponenten und demokratische Elemente stärken. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und dann haben wir gesagt, gut, wir gründen ein Online-Journal. Wir wollen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Visionen, ihre Ideen und ihre Vorstellungen zu äußern. Und dafür haben wir eine Plattform geschaffen. Wir sind insgesamt drei Gründer und gleichzeitig auch Redakteure. Zusätzlich haben wir noch drei weitere Redakteure. Also die schauen nochmal über die Artikel drüber, die bearbeiten die Artikel dementsprechend. Also nicht inhaltlich, aber sprachlich wird da zum Beispiel auch immer wieder nochmal unterstützt und ein bisschen nachgeholfen. Und genau, das ist ein bisschen unser Arbeitsalltag. Wir sind eigentlich ein Aushängeschild der modernen Welt, würde ich mal sagen, weil wir wirklich digital arbeiten. Ja, das Ehrenamt ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Es geht halt einfach darum, wir sind wirklich überzeugte Demokraten. Und da geht es ja nicht nur um die Debatte an sich, sondern da geht es vor allem um die inhaltliche Debatte, ne? Dass ich die Chance habe, diese demokratische Argumentation mitgestalten zu dürfen. Darauf bin ich sehr stolz und das freut mich wirklich sehr, weil ich, wie gesagt, glaube, dass insbesondere in Zeiten, in denen wir heute leben, in Zeiten von Fake News, Desinformation, in Zeiten von teilweise sehr populistischen Aktivitäten, denen es gelingt, unzählige Inhalte auf ein einziges Thema runterzubrechen, dass wir in diesen Zeiten eigentlich ein Gegenmodell darstellen und dafür sorgen, dass Argumentation im Vordergrund steht. Nee, also dieses Interview müssen wir auf jeden Fall fertig machen, weil es ist ziemlich Ja, gutes Material. Das würde ich jetzt mal vorbereiten. wir machen daraus einen Artikel. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, in dieser Branche zu arbeiten. Also hätte ich keinen Spaß, hätten wir es auch nicht gegründet. Aber man hat natürlich auch viel Verpflichtungen, ne? Man möchte, dass das Journal gut rauskommt. Man möchte natürlich auch dafür sorgen, dass wir inhaltliche Argumentation, inhaltlichen Diskurs aufbauen können und auch versuchen, so viele Meinungen, so viele Inhalte wie möglich aus unterschiedlichsten demokratischen Ecken darzustellen. Das sind natürlich Verpflichtungen, die mit Spaß einhergehen, ne? Man macht dieses Projekt, weil man auch Spaß daran hat. Und in Zeiten wie diesen ist es wirklich wichtig, dass wir demokratische Elemente fördern und überhaupt erstmal zu schätzen wissen. Ich glaube nämlich, dass insbesondere die Demokratie eigentlich das Markenzeichen unserer westlichen Welt ist. Bei uns ist jeder herzlich eingeladen, tatsächlich. Also wir haben auch auf unserer Seite, ist auch extra noch ein Aufruf, ne? Wer einen Beitrag leisten möchte, ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Auch du kannst ein Spatz werden und unsere Botschaft in die Welt hinauspfeifen.